Anstelle, dass ich Ihnen jetzt wie gewohnt meinen Aufreger des Tages präsentiere, möchten wir heute mit der Nachricht des Tages starten. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier abgelehnt. Dieser wollte nach Kiew reisen. Wir schalten jetzt live nach Kiew zu meinem Kollegen Bild-Vize Paul Ronsheimer, der uns sagen wird, was da vor sich geht und auch eine These mitgebracht hat. Hallo Paul. Ja, Nena, für uns die Nachricht des Tages und auch gleichzeitig die Nachricht, die wir für Bild hier exklusiv recherchiert haben heute. Ukraine-Verbot für Frank-Walter Steinmeier, für den Bundespräsidenten. Und das war ein echter Krimi, der heute passiert ist hier in Kiew. Wir haben mit verschiedenen Diplomaten gesprochen, mit Regierungsvertretern, die uns alle gesagt haben, nein, morgen wollen wir ihn nicht da haben. Warum morgen? Offenbar, nein, das ist Fakt mittlerweile, wollte Steinmeier zusammen mit Polens Präsident Duda und den drei baltischen Staatsoberhäuptern von Polen Richtung Kiew fahren. Und dann hat der ukrainische Präsident sich erinnert. Er hat sich daran erinnert, wie Frank-Walter Steinmeier zu Russland stand. Dass er der Mitarchitekt der russlandfreundlichen Politik war. Dass er immer gegen harte Sanktionen war und dass er nicht zuletzt Nord Stream 2 so vorangetrieben hat. Wenige Minuten und ungefähr 30 Minuten waren es ungefähr nach unserer Exklusivnachricht, die wir bei Bild.de vermeldet haben, musste sich dann Steinmeier äußern. Es sah ein bisschen danach aus, als wollte er, dass diese Nachricht natürlich nicht öffentlich wird, aber als Bild dann veröffentlicht hat, musste er sich äußern und hat dann zugegeben, dass er offenbar nicht willkommen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir gibt es da irgendwie zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite verstehe ich Wladimir Selenskyj, der schläft jeden Tag nur 3 Stunden, der will Waffen hier haben, der will nicht, dass noch mehr Menschen sterben und der erinnert sich natürlich daran, was Frank-Walter Steinmeier für eine Politik gefahren hat, die aus seiner Sicht erst dazu geführt hat. Also ich kann menschlich diese Ausladung total verstehen. Auf der anderen Seite frage ich mich, was das politstrategisch bedeutet und ob es am Ende bedeutet, dass man ja in Deutschland Leute gegen die Ukraine aufbringt, die man eigentlich nicht aufbringen sollte. Was feststeht, Nena, und das ist auch meine These, ich glaube, dass diese Nachricht die nächsten Stunden und die nächsten Tage Deutschland aufwühlen wird und uns vor die Frage stellt, was haben wir bloß alles falsch gemacht? Ja, ich glaube auch, dass diese These die nächsten Stunden beherrschen wird. Ich bin mit dir einig, dass es eine sehr schwierige und auch vor allen Dingen zweischneidige These ist. Ich bin unverdächtig, irgendwie Putin das Zeug reden zu wollen. Ich habe die große Dokumentation über Steinmeiers Verfehlungen in diesen Tagen gerade aufgeschrieben. Aber ich bin sehr im Zweifel, ob das eine gute Geste gewesen ist. Die Wirkung, die ausgehen sollte von diesem Besuch, war, Europa steht vereint mit der Ukraine gegen Moskau, gegen Putin in diesem Krieg. Jetzt zu sagen, okay, wir stehen zwar vereint, aber den wollen wir nicht, halte ich für durchaus schwierig als Signal, mal abgesehen davon, dass Steinmeier der Einzige gewesen ist, der gesagt hat, ich habe was falsch gemacht, ich habe richtig was falsch gemacht. Er hat im Prinzip seine komplette Politik in Frage gestellt und gleichzeitig möchte dann die Ukraine aber mit seinem langjährigen Parteifreund Olaf Scholz, der nie so etwas gesagt hat, weiter Waffengeschäfte machen. Das finde ich nicht logisch und die Kanzlerin zum Beispiel hat auch nie darüber Auskunft gegeben, wie Herr Selenskyj früher bei den Besuchen sich zur deutschen Politik verhalten hat. Oftmals sind da diplomatische Lobhudeleien durchaus üblich. Der ukrainische Botschafter in Deutschland wiederum hat aus privaten Gesprächen erzählt. Das ist ein ganz komischer Stil, der sich da langsam breit macht. Und ich finde, das Signal vereint in diesem Krieg gegen Putin hätte Europa gut zu Gesicht gestanden. Fangen wir den Ball mal auf. Paul, ich glaube oder ich hoffe, du bist noch in der Leitung. Wie ist der Unterschied zwischen Scholz und ist Paul noch dort? Sonst nehmen wir die Debatte. Ja, natürlich ist er noch da. Ja, ich bin hier. Genau, super. Paul, die Frage würde ich gerne direkt an dich spielen. Genau das, was Ralf gerade erklärt hat mit Olaf Scholz und Steinmeier. Wie empfindest du das? Also erst einmal muss man sagen, dass diese Ausladung nicht offiziell passiert ist. Das ist ganz wichtig zu sagen. Möglicherweise wollte Selenskyj gar nicht, dass das rauskommt. Und ganz sicher wollte Steinmeier nicht, dass das rauskommt. Wir haben dort mit verschiedenen Quellen gesprochen. Es war jetzt nicht so, dass uns Selenskyj oder jemand in seinem Umfeld angerufen hat und gesagt hat, jetzt mach da mal was draus, sondern das ist durch lange Recherche entstanden. Das ist vielleicht wichtig für den Hintergrund zu dieser Geschichte zu sagen. Ich glaube, dass man
da emotional reagiert hat. Dass man gedacht hat, Moment mal, Steinmeier will jetzt hierher kommen, warum? Warum brauchen wir Steinmeier? Denn aus Sicht der Ukraine ist Steinmeier niemand, der ihnen Waffen bringen kann. Es ist niemand, der ihnen sagen kann, okay, wir machen jetzt die Sanktionen sofort. Das wäre Scholz. Also in Sachen Scholz hat man keine Alternative, weil man weiß, das ist der Bundeskanzler. Gleichzeitig ist es auch so, Zelensky hat größere Probleme mit Frank-Walter Steinmeier und auch größere Probleme mit Angela Merkel, weil er sie halt dafür verantwortlich macht, dass die Ukraine überhaupt erst in diese Situation gekommen ist, dass Olaf Scholz und seine Partei da lange eine Rolle gespielt haben. Das blendet man so ein bisschen aus hier in Kiew. Vielmehr sagt man, okay, der ist erst seit ein paar Monaten Kanzler und da hat man keine Alternative. Mit dem muss man, will man zusammenarbeiten. Und Andriy Melnyk, der Botschafter, hatte das ja vor ein paar Tagen bereits angekündigt, hinsichtlich eines Besuchs, dass man lieber Olaf Scholz und auch ein paar Minister hätte. Und überhaupt Andriy Melnyk, der gehört natürlich zu dieser Debatte dazu, denn der hatte sich bereits angelegt in den letzten Wochen mit Frank-Walter Steinmeier auf heftigste Art, muss man sagen, in den sozialen Medien. Also hat Steinmeier kritisiert und hat dann ein Konzert, eine Einladung ausgeschlagen, wo er sozusagen in einem Konzert mit russischen Musikern als Gast beiwohnen sollte und hat dann erneut Frank-Walter Steinmeier heftig angegangen. Also dieser Konflikt hat durchaus eine Geschichte. Herr Heilmann, können Sie das verstehen, das Verhalten, was ja Herr Steinmeier entgegengebracht wird? Also wenn ich Zelensky, den ich im Übrigen sehr bewundere für das, was er in diesem Ukraine-Krieg für die ukrainische Bevölkerung macht, beraten hätte, hätte ich ihn anders beraten. Da die Sache ja, wie Paul Ronsheimer sagt, rausgekommen ist, wäre eigentlich mein Ratschlag, die sollten sich das da mal in Kiew noch mal überlegen. Sie haben ihn ja gar nicht offiziell ausgeladen, deswegen könnten Sie ihn jetzt auch noch offiziell einladen. Ich glaube, das wäre geschickter. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, Steinmeiers Besuch kann nur ein Symbol sein. Der Besuch von Olaf Scholz würde was bringen. Deswegen wäre aus meiner Sicht die richtige Antwort der Ampelregierung, Olaf Scholz macht das, was Boris Johnson und so auch schon alle gemacht haben. Also durch Kiew laufen und sich dabei dann auch fotografieren lassen als Zeichen für die Welt. Ja, Meier. Und natürlich mit einem Versprechen in der Hand ankommen. Also ja. Mit einem Gastgeschenk, sonst hat es ja wenig Sinn. Als Gastgeschenk ein paar Waffen. Ja. Ja, ich meine, Frau Baerbock, ich bin kein Grüner, aber Frau Baerbock hat doch eindeutig recht. Und auch die Aussage von Frau Lamprecht, mit westlichen Waffen können die Ukrainer nicht sofort umgehen, die mag ja stimmen, aber wer sagt eigentlich, dass der Krieg im Herbst nicht zu Ende ist? Und er ist eher dann im Ende, wenn die Russen wissen, sie kriegen westliche Waffen und werden daran ausgebildet und hätten dann im Herbst noch eine bessere Antwort, die wir hoffentlich gar nicht, und die Ukrainer vor allen Dingen hoffentlich gar nicht brauchen, aber ausschließen kann das ja wohl von heute an keiner. Aber das geht ja jetzt ein bisschen durcheinander, nicht? Also zum einen Waffenlieferungen, da werden wir sicherlich gleich noch ausführlicher drüber reden. Das andere ist, wir reden hier über unser Staatsoberhaupt. Und da ist genau das Richtige gerade schon gesagt worden. Ich glaube, dass das der Weg wäre, dass man vielleicht hier nochmal zusammenkommt. Das wäre eine Chance gewesen. Ja? Also wir reden darüber, dass wir hier eine Einheit in Europa, in der westlichen Welt mit der NATO als Erfolg in den letzten Wochen hier, glaube ich, gegenüber Russland, eine Front gegenüber Russland aufgebaut haben. Und da wäre das eine Chance gewesen, gerade die Differenzen, die da sind. Das wurde ja eben auch gesagt, dass man in den letzten Jahren vielleicht hier Fehler gemacht hat, dass hier eine Chance auch für eine Aussprache gewesen wäre. Ich glaube, das wäre das Zeichen gewesen, was von so einem Besuch hätte ausgehen können, und die Chance ist vergeben worden. Herr Petschner-Multari, um Sie noch zu der These sich äußern zu lassen, wie stehen Sie dazu? Also, ich sehe es politstrategisch auch so, der Besuch hätte mehr gebracht und der Affront bringt jetzt so gesehen diplomatisch wenig, aber ich kann es emotional sehr gut nachvollziehen. Also die SPD und Frank-Walter Steinmeier, damals als Außenminister, sind halt eben keine Freunde der Ukraine gewesen. Ja? Bundeskanzlerin Angela Merkel auch nicht. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Man hat es zu lange mit dem russischen Appeasement irgendwie probiert. Man ist lieber zu Putin geflogen, lieber nach Moskau als nach Kiew. Das hat man sich in der Ukraine eben gemerkt. Und es gibt einen Grund, warum Boris Johnson als Freund der Ukrainer durch Kiew marschiert. Und von uns tut es eben keiner. So. Und da kann man über Boris Johnson lachen, aber sein Werte- und sein Moralkompass, der stimmte. Der stimmte bei uns im Kanzleramt und auch im Außenministerium sehr lange nicht.
Emotional kann man das wirklich sehr gut verstehen, wenn man sich das wirklich vor Augen führt. Es war eine fast schon kumpelhafte Nähe zwischen Steinmeier und zum Beispiel seinem Außenministerkollegen Sergei Lavrov, ja, dem lieben Sergei. Dann gibt es so Szenen, wo sie sich am Arm anfassen. Ja. Das ist schon schwer erträglich. Man muss aber eben auch sagen, eine Einladung von Steinmeier hätte die Botschaft gehabt, hier steht er vor den Folgen, vor den Scherben seiner Außenpolitik. Das wäre möglicherweise auch stark gewesen und hätte die ganze Botschaft eigentlich auch unterstützt. Ich würde gerne zum Ende von Pauls These noch eine kurze Frage an Paul stellen. Und zwar die Frage, wie wird es weitergehen, Paul? Also wie glaubst du, entwickeln sich die Dinge? Wird Steinmeier vielleicht doch noch hinreisen? Wie wird sich Selenskys Haltung verändern? Wie sieht es aus für die nächsten Wochen mit Blick auf die Ukraine und Deutschland und besonders Steinmeier? Also erstmal würde ich Ralf widersprechen, dass bei einem Gruppenbesuch sozusagen mit Polen und den drei Balten sich der Fokus auf Steinmeiers Außenpolitik gelegt hätte, sondern er hätte sich da so ein bisschen mit reingeschummelt, ja, in die gute Gruppe Richtung Kiew. Vielleicht ist es tatsächlich besser, wenn er alleine kommt. Ja, wir hätten das sicherlich entsprechend kommentiert, das stimmt. Aber vielleicht ist es gerade aus dem Grund besser, wenn man das etwas ausgeruhter in ein paar Wochen, wann auch immer, macht. Es gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass Steinmeier und Selenskyj sich schon mehrfach getroffen haben. Zuletzt hier im September oder Oktober, glaube ich, letzten Jahres in Kiew. Also die kennen sich ja. Ist ja nicht so, dass er in den vergangenen Monaten immer gesagt hat, nein, Steinmeier will ich nicht die Hand schütteln, sondern das ist eben jetzt passiert. Ich gehe davon aus, dass man sich wieder zusammenfindet. Man muss auch wieder zusammenfinden, denn Deutschland ist eben, unabhängig jetzt von der Frage, ob wir genug Waffen liefern, eines der wichtigsten Länder oder das wichtigste Land mit in Europa. Da geht es auch um finanzielle Zuwendungen, um ganz, ganz viel Hilfe, die wir der Ukraine geben. Das darf man bei aller Kritik nicht vergessen. Von daher, glaube ich, wird man da wieder zueinander finden. Und das muss man, und zwar deshalb, weil dieser Krieg in der Ostukraine grausam bleiben wird und noch grausamer werden wird als das, was wir schon erlebt haben. Wir müssen davon ausgehen, dass Mariupol in den nächsten Tagen fallen wird, dass wir von Zehntausenden Toten dort sprechen, von weiteren Gräueltaten, von denen wir vielleicht nie erfahren werden, weil das dann russisches Gebiet ist und keine unabhängigen Journalisten dort Zugang haben. Und wir müssen davon ausgehen, dass der Donbass, also im Osten, ein heftiger Angriff passieren wird. Auch wir hier aus Kiew werden sicherlich Ende der Woche Richtung Osten fahren, um gemeinsam mit unseren Kollegen von dort zu berichten. Herzlichen Dank, Paul, nicht nur heute für deine Einschätzung, sondern du bist jetzt seit 2 Monaten ja auch schon vor Ort und berichtest jeden Tag. Und wir freuen uns, wenn wir morgen wieder dir zuhören können für ein Update. Tschüss. Vielen Dank.